Und jetzt kommt dieser Titel, auf den ich Jahre wieder gewartet habe. Halo 5 ist am Start. Und ich bin jetzt still. Forget the legends. You have to do in his footsteps. Some of his actions. I tell you this. Not this. Not big o'clock. But because all our lives are at stake. Lives are at stake. Because the seeds of our future are sown in his past, sown in his past. Ladies and gentlemen from 343 Industries. Meine Damen und Herren von 343 Industries, Bonnie Ross. At the end of Halo. At the end of Halo, am Ende trauert der Master Chief den Verlust seines engsten Gefährten. Er stellte alles in Frage, seine Rolle, seinen Zweck und für wen und für was er kämpfte. Nun beginnt der Master Chief eine sehr persönliche Reise. Er stellt die Autorität in Frage und sucht nach der Wahrheit. Und wie soeben entdeckt, es gibt auch noch jemand anderen, der nach Antworten sucht und nach ihm. Es geht um die Reise des Master Chiefs, seine Vergangenheit und seine Zukunft. Bei 343, wenn wir an das Halo-Universum denken, denken wir an ein echtes Stück, an einen echten Ort mit echten Figuren. Und es geht nicht nur darum, ein Spiel zu machen, sondern es geht auch darum, unsere Traditionen und Wurzeln zu umarmen. Und warum wir Halo so leidenschaftlich mögen. Es geht auch darum, die Geschichte neu zu erzählen. Und das ist genau, warum sie sich daran erinnern. Und deshalb am 11. November 2014 können Sie zum ersten Mal die ganze Master Chief Saga auf einer einzigen Xbox One mit Halo, der Master Chief Collection, spielen. Wechselt. Es war doch nicht Halo 5. Es war so eine Edition. Halo Combat involved Halo 2, Halo 3 und Halo 4. Aber es geht nicht nur um die Feier unserer Vergangenheit. Es geht auch darum, die Basis für die Zukunft zu legen. Alles, was Sie sehen, ist in der Master Chief Collection enthalten. Ich möchte Dan Ayoub willkommen heißen. Danke, Bonnie. Als wir mit der Master Chief Collection angefangen haben, war uns klar, dass wir eine Chance haben, etwas ganz Besonderes zu machen. Nicht nur die Erinnerungen unserer Fans wieder wach, neue Generationen von Fans dem Halo Universe nahezubringen. In der Sammlung ist eine einzigartige ein Interface, wo man alles entsperrt auf einer Diskette hat, auf einem einzigen nahtlosen Interface, wo man die Chiefs Journey auf die eigene gewünschte Weise erleben kann. Und zwar gibt es noch etwas. Wir werden eigene Playlisten erlauben, wo man verschiedene Gamelisten und Augenblicke zusammen kombinieren kann. Ja, das ist doch ziemlich cool. Also, wie viel ist im November, haben wir das 10-jährige Jubiläum von Halo 2 und ich freue mich sehr, dass Halo 2 das volle Programm für das Jubiläum erhält. Wir haben jeden Teil des Spiels überarbeitet und natürlich kann man von neu auf Classic per Knopfdruck wechseln. Also Halo ist aus vielen Gründen entstanden. Wir wollten das also zusammen erhalten. Ein Multiplayer, genau wie es vor 10 Jahren ausgeliefert wurde, mitliefern.
Zusätzlich werden wir alle ikonische Karten der Halo 2, um genau wie bei der Xbox One ursprünglich dargestellt, wieder zu haben. Ich werde euch einmal ein Gameplay sehen von Ascension mit Hilfe unserer Profi-Player. Also seid ihr soweit? Wir werden also zeigen ein Gameplay von Ghost. Also er, mein Freund, ist viel besser, als ich das machen kann. Ja, doch, wir spielen also Spartans gegen Elites. Und, na gut, danke. Da war auch ein Dual Wield, ein neues, nochmal natürlich ein bewährtes Spiel, also Spartans gegen Elites. Wie gesagt, es gibt Karten, man hat da verschiedene Sichten, verschiedene Aus... Go. Nice. Okay. Oh. Get the Banshee. Und Treffer. Oh yeah, here we go. We ja, los. Oh yeah, here we go. We ja, los. We got him. Oh, you're. There you have it. Das. There you have it. Das. So sieht's aus. Das ist nur ein kleiner Einblick darin, was am 11. November kommt, die Masked Multiplayer-Karten. Das heißt, für jede Karte, die je auf Halo 1 bis 4 herausgegeben wurde, die werden alle auf ihrer Original-Engine laufen. Alle auf ganz eigen. Und schließlich, weil wir natürlich Leistungen gerne haben, kommt die Master Chief Collection mit über 4000 Gamerscores. Vielen Dank, Bonnie. Danke, Dan. Das ist ein Spiel, aber zusätzlich zu dem großartigen eine Collection. Grundlage für die Zukunft schaffen. Jo, ich warte auf Halo 5. Halo Nightfall. Ich warte eine Live-Action-Digital-Reihe mit unter Zusammenarbeit mit dem Executive Producer Ridley Scott und Direktor Sergio Mimikel-Gesan. Diese Serie, darin werden vorgestellt ein neuer entscheidender eine Figur in einer Geschichte. Da meinen die, dass sie alle Teile von Halo geändert haben. Und mit Karten und sowas und alles kann man mit Playlists und so. Ich weiß es nicht. Ob das so toll ist. Schließlich, last but not least, das letzte Teil der Master Chief Collection. Im Dezember werden wir ausliefern das neue Multiplayer für Halo 5. Ja! Halo 5. Halo 5 Guardians. Hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf dessen, was Sie zu den Feiertagen in diesem Jahr sehen werden. Viel Spaß. Please welcome back